Hallöchen, willkommen zurück. Ja, das war eine wahnsinnig schlechte Kameraführung gerade mit meiner Maus. Ich sollte vielleicht doch lieber beim Let's Playen bleiben und nicht unbedingt Kameramann werden. Ich wollte aber eigentlich auch nur den schönen Sonnenaufgang hier zeigen und, tja, die Armada an Raffinerien. Denn ich bin fertig mit den... Ja, wie soll man es sagen? Ölverarbeitende Industrien irgendwie. Ja, und ich habe mir gedacht, Mensch, bin ich fertig mit den Ölsachen, dann kann ich mir jetzt auch einen Frosch im Hals zulegen. Guckt noch ein Busch durch, das kann ich so gar nicht lassen. Genau, fangen wir doch einfach mal hier an. Dieses ganze Gewupsel hier, das kennt ihr noch nicht, was ihr vielleicht schon gekannt habt. Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich nochmal umgebaut. Hier dieses kleine Stückchen... Was hier reinführt, das kannten wir schon. Ich glaube, ich habe schon mal reingeguckt. Das produziert nichts anderes als Turbofuel. Genau. Normales Fuel kommt rein. Dazu noch die kompakte Kohle und raus kommt ganz, 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 ganz tolles Super Plus sozusagen. Nicht einfach nur das Standard Super. Wir tanken hier Super Plus. Ja, was heißt, wir tanken es noch nicht, weil im Moment kommt es da raus, geht da hoch und endet im Nirvana, weil noch nicht weiter was damit gemacht wird. Das kommt dann 1:1 in den Bus, der ins Lager führt. Genau, aber was ist sonst noch alles neu? Das hier. Wir brauchten sehr viele Raffinerien, denn wir brauchen ziemlich viel Gummi und ziemlich viel Plastik. Um genau zu sein, brauchen wir insgesamt 13 Raffinerien, die Plastik herstellen und, jetzt muss ich zusammenzählen, für meinen tollen Bauplan, 22 Raffinerien, die jeweils Gummi herstellen. Gummi brauchen wir dann in drei verschiedenen Abführungen, einmal für Kabel, einmal für Kristalloszillatoren und einmal für Platinen. Ja, achso, und das Plastik? Für was brauchen wir das Plastik eigentlich? High-Speed-Konnektoren und Supercomputer. Na denn. Genau. Pünktlich zur Aufnahme ruckelt die Nase. Ja, meine Nase ruckelt. Pünktlich zur Aufnahme juckt die Nase. Und was ich noch sagen wollte, es gab mittlerweile einen Patch für Satisfactory, in dem groß verkündet wurde, es gibt jetzt eine ganz gigantisch große Steigerung der Frames per Second, habe ich tatsächlich gemerkt, also wenn es nicht ruckelt, läuft es flüssiger. Das Problem ist, es ruckelt halt immer noch. Dagegen haben sie nicht viel gemacht. Also ab und zu diese Aussätze, wo das ganze Spiel einfach stehen bleibt und er irgendwas im Hintergrund schafft, das ist immer noch der Fall. Was ja eigentlich das ist, was mich am meisten genervt hat. Aber gut, ich nehme schon mal, dass es mehr Frames per Second jetzt sind. Heißt auf jeden Fall, es wird optimiert. Ja, jetzt bin ich hier die ganze Zeit zwischen meinen Fabriken rumgelaufen. Ich kann eigentlich nicht arg viel dazu erzählen. Also ich habe auf der Seite die ganzen Plastikraffinerien gebaut und auf der Seite habe ich jetzt die ganzen Gummifabriken. Man sieht es auch schön. Plastik, Gummi. Und ich habe hier so ein bisschen versucht, die Bäume, die es so gab, stehen zu lassen. So ein bisschen drumherum zu bauen. Ist mir nicht immer ganz gelungen, aber ich finde, hier sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also man ist hier quasi mitten in der Fabrik, aber trotzdem noch irgendwie in der Natur. So, jetzt haben wir schon wieder so einen Ruckler. Da war jetzt gerade einfach mal 2 Sekunden lang, wo ich mich nicht bewegen konnte. Die hängen hier ein bisschen in der Luft. Ich habe hier ganz fies, habe ich einfach mal die ziemlich bescheidenen Kalksteinbrüche einfach überbaut. Und hier habe ich mir gedacht, so als kleines Easter Egg, man kann hier quasi noch unter die Fabrik laufen. Bringt mir jetzt nicht viel, weil hier ist nichts mehr, aber was soll man sonst mit dem Raum machen? Er wäre sonst eh nur verschenkt. Genau, und hier quasi direkt zum Abschluss von dieser kleinen Furche hört auch die Fabrik auf, das ist eigentlich ganz praktisch. Und, achso, ja gut, ich habe getönt, es ist fertig, aber eigentlich ist es gar nicht fertig, weil hier fehlt eigentlich noch die Verkleidung außenrum. Da ging mir dann das Beton aus. Der Beton aus. Habe ich dann einfach mal so gelassen. Beziehungsweise so weit, wie ich halt kam. So. Ja. Genau, Ausmaße.
Ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie in 2 Etagen bauen können vielleicht, aber man sieht ja, wie groß die Raffinerien sind. Noch habe ich ja keine Platzprobleme. Und es gibt Sachen, die man einfacher in Höhe bauen kann, zum Beispiel auch hier unsere Quickfire-Produktion. Die lief ja auch schon recht ordentlich, also die konnte man recht ordentlich in die Höhe bauen. Genau. Gummi, wie gesagt, in 3 verschiedenen Ausführungen, weil wir 3 verschiedene Ziele dafür haben. Das heißt, da kommen die einen. Oh! Da habe ich verbaut. Und ich kann es jetzt gar nicht korrigieren, weil ich habe. Das ist quasi so ein Zwischenspielstand. Muss ich mich gleich daran erinnern, wenn ich zum nächsten Spielstand gehe, dass ich das hier korrigiere. Weil da kommt gerade kein Gummi raus. Kann ich das überhaupt so einfach? Kurz gucken, das war ein MK2-Fließband. Ja, kann ich. Okay, ich habe mich einfach nur verbaut. Das ist nicht das größte Problem. Ja, also wie habe ich das gemacht? Ich habe, wie gesagt, also wir brauchen quasi 3 Outputs von Gummi. Einmal brauchen wir quasi 2 Vollarbeitende plus ein halbes. Einmal brauchen wir 6 Vollarbeitende und 80%. Und einmal brauchen wir 11 Vollarbeitende und 29%. Eine 29% Raffinerie. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also das hier sind die 3, die kann man mal schön gucken. Das Ding arbeitet auf 100%, das da auf 50%, genau, und das andere auch auf 100%. Das sind hier quasi die 2,5, die uns das Gummi für, ich muss mal schnell schauen, für die Kabel, glaube ich. Genau, für die Kabelproduktion herstellen. Und dann haben wir auf, ja, ich hänge fest. Dann haben wir auf der anderen Seite hier die ganzen Ausgänge, die für, ich glaube, die Kristalloszillatoren sind. Die kommen quasi hier alle raus, gehen dann hier einmal um die Ecke und mischen sich dann mit den beiden hier noch. Das ist der Ausgang. Und dann, ich führe hier quasi Huckepack über das eine, führe ich das nächste Fließband. Und hier habe ich so ein bisschen schon mal die Wände angedeutet. Also ich wollte die beiden Fabriken hier auch nochmal voneinander trennen. Quasi Gummifabrik hier für Oszillatoren und Gummifabrik für die Platinen, genau. Deswegen hier auch eine nicht sonderlich sinnvolle Tür im Moment. Aber da kommt alles noch später. Und genau, hier ist dann einmal nochmal in dem U, also auch gleiches Prinzip wie da vorhin. In der Mitte greife ich von beiden Seiten aus das Erdöl ab und dann liefere ich nach außen die fertigen Produkte und in dem Fall packe ich dann das Kupfer, das Gummi hier einmal drumrum und führe es dann hier runter und dann, wir haben es ja vorhin schon gesehen, packe ich das Ganze ouch, voll mit der, naja, genau, kommt es dann hier auf das Fließband und kommt dann hier raus. Ich sollte mir das vielleicht mal irgendwie aufschreiben oder merken, welches Fließband jetzt welches Ziel hat, aber gut. Kommt alles noch. So. Ja, das zum Thema Öl. Und sonst gab es, glaube ich, nicht viel zu berichten. Also können wir schnell schauen, aber Öl war jetzt quasi, das hat nochmal 120,5 Stunden zu 123,5 Stunden. Ja, es hat nochmal ungefähr 3. Das Geruckel nervt echt, sorry. Hat nochmal 3 Stunden gedauert, das hier zu bauen. Hauptsächlich ging die Zeit hier drauf und deswegen bin ich an der Stelle wieder froh, dass ich es nicht live gezeigt habe oder nicht aufgenommen habe. Ich habe das Ganze, glaube ich, 3 oder 4 Mal abgerissen und neu positioniert, weil man sieht es vielleicht, das Gelände hier ist etwas aufsteigend und ich musste hier zwischendrin so ein bisschen, naja, Rampen bauen. Ich weiß nicht, kann ich da jetzt noch drauf springen? Kann es, glaube ich, aus der Luft besser sehen. Wenn mich hier hinstelle, sieht man, ja genau, hier geht die Rampe hoch. Und da sieht man auch schon so ein bisschen, da ist Gras, da fehlt es auch schon, weil hier nochmal so ein bisschen das Gelände ansteigt. Also das Ausmitteln und das Austarieren hat ein bisschen gedauert, bis ich wusste, wie ich das Ganze platzieren kann, dass das auch alles hier schön zusammenpasst.
Und ja, das ist so Frickelarbeit. Das macht mir jetzt nicht viel aus. Da habe ich auch meinen Spaß dran, aber ich glaube nicht, dass es so viel Spaß macht, da zuzugucken. Ja, und jetzt haben wir 10 Minuten um. Inklusive das, was ich am Anfang noch rausschneide vom Intro. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle den ganz schnellen Cut und wir sehen uns mit dem nächsten Update gleich noch in dieser Folge. Wie wär's denn? Und in der nächsten Folge können wir dann auch direkt loslegen wieder mit, ja, Live-Gebaue. Ich sage immer live, aber es ist eigentlich gar nicht live. Es ist ja re-live. Also ich mache es ungeschnitten, aber ihr seht's. Ach egal, ihr wisst ja, was ich meine. So, muss ich nur gucken, dass ich jetzt da ende, wo wir auch gleich wieder anfangen. Aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen, weil ich weiß ja nicht, wo der andere Spielstand, wie ich da geguckt habe. Ich stelle mich jetzt trotzdem wieder da oben hin. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich kenne mich ja so ein bisschen. Ich gucke schon mal dahin, weil... Merkt euch das Bild? Da sieht es gleich anders aus. Also, bis gleich. Magic. Und schwupps war eine ziemlich große Fabrik auf einmal da. Ja. Ich wollte gerade sagen, willkommen zurück, aber ihr seid ja noch in der gleichen Folge. Das, meine Damen und Herren, ist ja so ein bisschen ein Zusammenschluss verschiedener Fabriken. Im Grunde genommen ist das die Eisenbarrenfabrik. Aber da oben in dem Hintergrund, in dem Hintergrundgebäude, in der zweiten Stockwerk, wird auch schon so ein bisschen Eisenplatten und Eisenrotz, der Eisenrotz. Ich werde von dem Namen komme ich nicht mehr weg. Was heißt eigentlich Eisenrot auf Deutsch? Eisenstange. Eisenstab. Eigentlich Eisenstab. Werden die Eisenstäbe gebaut. Die nicht für die Weiterproduktion gelten, sondern die direkt ins Lager kommen. Die habe ich hier gleich schon mal mit weggefespert, weil die sowieso außerhalb von der eigentlichen Fabrikationsanlage dann stehen. So, aber kommen wir gleich im Detail dazu. Ich verlasse jetzt hier mal hoffentlich unfallfrei. Entweder haben sie da was gefixt oder ich lerne mittlerweile dazu, wenn man Python benutzt. Genau, ich gehe hier mal eben runter. Nein, pass mal auf. Moment, ich muss kurz schauen. Hab ich danach schon mal nochmal gespeichert? 26,53. Nee, tatsächlich, das ist gerade mein aktueller Stand. Also wir sind jetzt quasi wieder da, wo wir auch vorher schon waren. Wo ich quasi Schluss gemacht habe. Das heißt, alles, was ich jetzt hier verändere, kommt auch tatsächlich in den aktuellen Spielstand. So, habe ich noch dran gedacht von vorhin? Jetzt aber... Gucken wir uns das mal an. Hier gibt es nämlich die nächste Brücke. Ich habe nämlich wieder umgebaut. Hier sind wieder zwei Fließbänder verschwunden. Mist, wie komme ich denn da jetzt? Wie mache ich denn... Aha! Oh, Moment, ich habe eine Idee. So. Da sind wieder zwei Fließbänder aus meinem Schacht verschwunden. Das eine verschwindet an der Stelle hier. Das ist nämlich das zweite Kupferband. Das brauchen wir für die Eisenproduktion, für die Eisenbarrenproduktion. Und hier auf der anderen, ja, auf der anderen Seite verschwindet auch eins, nämlich ein Eisenband. Und genau, man kann sich ja überlegen, was mit den beiden passiert. Aus den beiden schmelzen wir uns schöne Eisenbarren. Und die kommen jetzt hier quasi einmal nach oben und dann hier runter und einmal geradeaus. Ich habe meine Kamera wieder angeschaltet. Das wäre es jetzt gewesen. Genau, und kommen hier rein. Ich habe da auch ein kleines Treppenhaus hier gebaut, dass man da auch ein bisschen entspannter durchkommt. Also wir waren gerade da, sind da zur Tür rein, da oben rum, da rein. Man kann natürlich auch hier ganz normal, wie normale Menschen ein Gebäude betreten würden, durchs Treppenhaus. Ja, ansonsten nicht viel spektakulär. Ich habe hier so ein bisschen versucht, so ein bisschen Design reinzubringen, die Betonwände quasi nur an der Seite und einmal so einen Streifen hier entlang und dafür dann die Zwischenwände sozusagen aus Metall. Ich hatte mir überlegt, ob ich es nicht vielleicht andersrum machen soll. Und hier für diese Trägerbrücken, wie man es auch immer nennen mag,
habe ich mir gedacht, machen wir das Eisen einfach mal andersrum mit den Stahlträgern nach außen. Dann hat er so ein bisschen, ja, wie wenn das dann halt wirklich so eine Stahlträgerbrücke oder so wäre. Finde ich, hat was. Man braucht ja, ich bin so ein bisschen, also ich bin noch nicht sicher, ob das alles hier so designtechnisch bleibt. Was die Außenverkleidung angeht, da bin ich gerade noch so ein bisschen live am Experimentieren. Also live im Sinne von, da weiß ich noch nicht so genau, was ich eigentlich... Also ich weiß, was ich mache, aber ich weiß nicht, ob ich so lasse. Ja, ansonsten hier recht unspektakulär. Ich habe hier wieder meine versetzte oben-unten Conveyor-Splitter-Taktik. Es ruckelt wieder. Und hier ein paar MK2-Poles, die schließen alle möglichen... ich wollte gerade Smelter sagen, aber in dem Fall sind es ja Foundries. Die tollen Foundries, die aus Eisen und Kupfer gleich 3 Iron Ingots machen. Und wir brauchen viele Iron Ingots. Ja, recht unspektakulär. Wieso blinkt das rot? No Power? Das hat auch Power. Oh! Ja. Jetzt hat's Power. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Oh, ich muss gleich niesen. Oh, ich muss gleich niesen. Entschuldigung. So. Haben wir noch irgendwas ohne Power? Zum Glück blinken die dann rot. Stimmt. Grün blinken sie, wenn alles in Ordnung ist. Gelb blinken sie, wenn sie ein volles Lager haben oder keine Materialien haben. Und rot blinken sie, wenn sie keinen Strom haben. Hier ist aber alles in Ordnung. So, ja, hier bringe ich quasi links und rechts die Eisenbarren wieder raus. Also gleiches Prinzip wie immer. In der Mitte greife ich mir meine Ressourcen ab und außen transportiere ich die fertigen Produkte. Und hier kommen die dann zusammen und werden dann hier nach außen getragen. Wo natürlich gerade noch die Weiterverarbeitung fehlt, aber das kommt ja alles noch. Und dann geht es hier recht steil nach oben, weil man hat es, glaube ich, auch schon von draußen gesehen. Hier ist ein kleiner Geländesprung. Also ich bin hier mal eben um, ja, ziemlich das sind 8, so um 10 Meter nach oben gegangen. Und das gleiche Spiel nochmal. Hier wieder einmal in U. Muss man schön gucken. Also beim Eisen ist es auch so, wir brauchen einmal 10 plus 56% für die ganzen Iron Wires. Wir brauchen 13 plus 78% für die Eisenplatten. Und wir brauchen lächerliche, ja, im Prinzip 1, das mit 134% arbeitet. Oder ein ganzes und eins mit 34% für die Eisenstäbe. Und ich glaube, das da hinten, das war das für die Iron Wires. Hier haben wir das für die Iron Plates und dann haben wir, glaube ich, noch oben im Stockwerk. Ich kann nämlich hier auch noch hochgehen. Tata! Einmal ein Stockwerk nach oben. Jetzt sind wir auf dem Dach von dem unteren. Und dann geht es hier nochmal nach oben. Hier übrigens. Ach so, das kann ich nochmal geschwind. Da muss ich nochmal geschwind nach unten. Hep. So, zack. Und zwar haben wir jetzt hier, ja, so ein bisschen hier, wie soll ich sagen, es sieht wilder aus, wie es eigentlich ist. Der hier produziert volle Leistung, aber ich zweige quasi ein Drittel nach da ab und, nee, andersrum, ich zweige... Warte mal, das geht rein und das geht rein. Ach, der da war's. Der hier splittet, genau. Ein Drittel geht nach da und zwei Drittel gehen nach da. Das war meine... Muss ich ja schön gucken, das sind nämlich die...
bin gerade etwas aufgeschmissen. Nicht mehr, was ich hier gebaut habe. Also, wir haben hier ein voller Foundry sozusagen. Der geht 1:1 da rein. Dann haben wir hier den zweiten, der geht auch 1:1 da rein. Und dann haben wir hier von dem, da gehen quasi 2/3 rein. Also wir haben gerade 2/2 Produktion von Eisenwaren, die da ins obere Stockwerk gehen. Jetzt muss ich mal schön schauen, wo die da reingehen. Oh ja, komm. Mach dir Schau draus. Oh, da können wir gleich noch was anderes Tolles gucken. Mein Zug fährt mittlerweile automatisch hier durch die Gegend. Hat natürlich nicht wirklich was abzuladen, weil gerade alle Lager schon voll sind. Ich musste die Strecke hier nochmal ein bisschen umbauen, weil da war das Dach von meiner Fabrik jetzt im Weg. Das heißt, der Zug fährt jetzt hier so ein bisschen über das Dach drüber und das da hinten, das Schnüffelstück da am Berg, das war vorher schon da. So, aber ich bin eigentlich zu hoch, ich wollte gar nicht aufs Dach, ich wollte vorher abbiegen. Jetzt klären wir noch geschwind das Mysterium, was mit den Eisenbarren hier passiert. Das geht in die Produktion von Iron Plates. Nochmal Iron Plates und noch zweimal Iron Plates. Sorry, ja, deswegen war ich so. Okay. Also, folgendes. Wie ich schon gesagt habe, hier in diesem oberen Stockwerk produziere ich die Eisenplatten und hier sieht man es auch, die Eisenstäbe. Da raucht wieder einer. Die fürs Lager bestimmt sind. Und ich hatte mir in meiner Planung gedacht, ich brauche 4 Fabriken für Eisenplatten, dass da 4x15, also 60 Eisenplatten pro Minute erstellt werden. 4x30 heißt, ich brauche pro Minute 120 Eisenbarren. Jetzt gehe ich nochmal eben runter, dann haben wir das Mysterium auch aufgeklärt. Ja, komm. Hä? Aus so einer Foundry kommen 45 pro Minute raus. Das heißt, wenn ich 120 pro Minute herstellen will, brauche ich 2/2, genau. Nämlich hier 45 plus 45 sind 90 und 45 mal 2/3 sind 30 und 30 plus 90 sind 120. Jetzt haben wir auch die Erklärung, warum ich hier 120 Eisenbarren pro Minute abzweige und die restlichen zusammengenommen kommen dann auf die 13 2/3 Eisenproduktion, die ich für den Rest brauche. Nee, Moment, das sind dann nur noch 11. Ja, genau. Das sind dann noch 11, die ich brauche für die restlichen. Also in dem Fall 11 plus dieses eine Drittel hier noch. So, jetzt passt's. Ja, es ist kompliziert ab und zu. Deswegen ist es ganz gut, wenn man vorher eine Planung macht. Und wenn man es dann mal gebaut hat, kann man sich auch sicher sein, das stimmt und muss es nicht ständig sich neu überlegen, so wie ich jetzt gerade. Ja, ansonsten, was kann man groß sagen? Hier kommt die ganze Eisen- und Kupfererz-Mischpoke, wird voneinander getrennt, geht außen quasi nochmal nach oben ins zweite Stockwerk und da wird es dann weiterverarbeitet. So. Und gleiches Spiel wie drüben auch, hier führe ich es dann nach außen. Also noch nicht, weil ich brauche hier 504 pro Minute. Da brauche ich wieder ein MK5 Fließband. Und ich hatte gerade kein Alu da, also habe ich es noch gelassen, das zu bauen.
Ja, das war dann also, hier sieht man mal von außen, ich habe hier auch wieder versucht, alles Mögliche an Baumbestand zu retten, der zu retten war. Es hat hier auch ziemlich genau gepasst. Ich hätte jetzt hier, naja, ein bisschen hätte ich noch Platz gehabt, aber an der Stelle geht auch schon direkt der Weg nach oben. Den wollte ich auch nicht unbedingt zubauen, weil so eine natürliche Treppe oder natürliche Rampe ist eigentlich ganz gar nicht mal so schlecht. Und wie man es gewöhnt ist von Satisfactory, dampft das Ganze oben aus dem geschlossenen Raum durch. Aber gut, hat ja was. So, das war dann tatsächlich alles, was ich in der Zwischenzeit gebaut habe. Und wir sind schon recht weit, würde ich sagen. Zumindest was die Produktion oder was die anfängliche Produktion angeht. Also wir haben jetzt alle Ressourcen. Und im Prinzip fehlt jetzt nur noch die Weiterverarbeitung von Kalkstein, von Quarz und dem restlichen Eisen zu Stahl, beziehungsweise zu den Betonsachen und den Quarzkristallen. Und genau die Quarzkristalle wären das, was ich als nächstes vorhätte zu bauen. Das geht nämlich recht schnell und braucht auch nicht so viel Platz. Jetzt muss ich aber wieder auf meinen Turm steigen. Also Update-Folge, Moment, wir können es ja eigentlich mal so machen. Update-Folge ist in dem Fall jetzt beendet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich mich dann um die Quarz-Weiterverarbeitung kümmere. Ich vermute mal, ich werde das da unten in dieses Sandviereck da bauen. Ich muss noch gucken, was ich mit diesem Katerium-Fließband hier macht, das bisher zu meiner alten Fabrik führt. Das müsste ich irgendwie umlenken oder umleiten. Ich hatte ja gesagt, ich möchte eigentlich meine alte Fabrik weiterhin betriebsfähig halten. Aber so langsam komme ich in die Bredouille, was den Platz angeht. Ich meine, ich könnte... vielleicht führe es einfach hier oben lang. Muss ich mal gucken. Mache ich irgendwann zwischen den Aufnahmen. Gehört ja nicht zum Projekt. Also, dann. Was macht das denn da? So, jetzt aber. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.